Auf jeden Fall. Wir werden hier mal ein bisschen Nacht miteinander verbringen. Gut. Sagen, dass die Ansatzjagd eigentlich jetzt beendet ist. Wenn wir hier was haben. Ah, wir setzen uns doch da drüben an, habe ich jetzt. Habe ich mich dann schon entschließen. Habe ich mich entschließen, das andere Ansitz. Ah, mir war hier schon zu viel los. Wins and I will finally earn the favor token. What? You already did it? Well, what's the point of me going hunting now? Get your ass out there and shoot some ducks. Then we can grill some duck burgers. Oh, your favorite burgers? Still not fair, but I have some bad news to balance this win. There doesn't have to be balance everywhere. Oh, I'll use my last favor token before you kill me. So listen. Finding lost suitcase. Hi, my name is Charlie Bird. Lost your suitcase and need. Sorry, I know this is. Ends with our cap. Bit of not letting people. Okay. Socks. Socks. Heroically. Yes. Hilf mich nicht. Jetzt ansitzen. Tut mir echt leid. Mal. Machen wir das nicht so. In dem Fall. Aber schon. So, Schnellreise zum Parkplatz, weil vom Parkplatz zu Fuß hingehen. Bisschen. Gut. Oh. Wir sind doch nochmal in die Lodge. Ich habe das Boot noch mit. Nina's winning? Ugh. I have to get better if I want to win that crossbow. So. Gehen dorthin, in die Richtung. Papa Piet ist raus. Ganz klar. Ich habe für mich jetzt persönlich folgende Regeln gelegt. Wir machen den Ansitz. Ja, es ist 20 Uhr. Wir werden um 20.30 Uhr dort sein. 1 oder 2 Uhr in der Früh fix. Sind das jetzt 2, 3 Folgen? Ist mir egal. Wir sitzen und beobachten. Wir werden quatschen. Wahrscheinlich über das Jagdspiel. Also wir werden über Way of the Hunter, Call of the Wild reden. Ich habe mir da schon ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ich habe mich vorbereitet auf diese Folge. Mir ist wichtig, ich möchte sehen, was ist möglich. Wie gesagt, wir bereiten uns auf Afrika vor. Und deswegen ist für mich auch wichtig zu wissen, Ansitzjagd, wie weit kann ich gehen?
Ihr habt gemerkt, ich habe da was geschossen. Drei verschiedene Tierarten abgehauen. Kommen die wieder. Kommt nach ein, zwei Stunden was Neues raus. Wir sammeln es auch nicht ein. Wir versuchen natürlich einen platzierten und ruhigen Schuss abzugeben, sonst schießen wir gar nicht. Also wir werden keinen Kunstwerk auf 700 oder 400 oder 500 Meter probieren. Wir werden schauen, was geht. Wir werden beobachten. Das ist das große Ziel. Ja, gibt es jetzt einmal vorerst nichts. Da stehen auch zum Beispiel schon Bisons, ja. Das heißt, wenn wir jetzt auf das Bison schießen, da hinten sind die Wapitis, die werden abhauen, kommen die wieder. Diese Fragen möchte ich mir hier ein bisschen beantworten. Probieren geht über Studieren. Ich bin sehr überzeugt, dass das trotzdem eine coole Folge wird. Wir werden auch nicht sofort schießen. Wir werden jetzt mal analysieren. Was steht hier? Was gibt's hier? Etc. Mein Leben jetzt einmal am Hochsitz. So. Ausgewachsener Zweier dabei, erwachsener Einser, Jungtier. Da hinten auf 200 Meter beim Bär. Selbst der ist mir jetzt egal. Schauen wir mal. Also die ziehen eh zu uns. Ist, da wäre unser Ziel auf jeden Fall. Gut. Grundlegend könnten wir es jetzt mal probieren. Gut. Den nehmen wir. 200 Meter. Liegt. Wer ist erschrocken, die da drüben zum Beispiel nicht. Geht auch sogar nicht. Natürlich, wenn er jetzt anzukommen. Und ja. Beginnen wir ganz simpel. Also, ich möchte auch so ein bisschen eure Meinung hören in den Kommentaren, wenn was ihr so haltet. Way of the Hunter hat sich sehr gut entwickelt. Also, bin momentan sehr zufrieden mit dieser Entwicklung. Es macht mir riesen Spaß, diese Folgen aufzunehmen. So dass ich es ein bisschen bereue, nicht davor schon so eine Miniserie gemacht zu haben. Seht, wir haben uns schon 10.000 Münzen eingenommen. Wir haben uns ja ein Visier gekauft. Selben. Ja. Anmerken. Hier uns, glaube ich, auch. Sicherheitshalber. Ja, der wird auf 263 natürlich auch perfekt stehen.
Auch auf 200 Meter natürlich. Der ist auch perfekt stehen. Könnte man eigentlich auch mal nehmen. Jetzt haben wir wirklich alles. Dann immer gut. Also ich bin mit Way of the Hunter wirklich sehr zufrieden. Ich freue mich irrsinnig auf dieses DLC. Ich habe keine Ahnung, ob eben die Folge schon draußen ist, wenn das DLC da ist. Dann. Das ist ein Jungtier, der würde ich lassen. Holt aber der männliche immer zurück. Das? Da fühlt sich zwar nicht an. Aber called. Call of the Wild ist halt das Problem. Ich liebe es. Das spät realisiert. Aber ja, ich finde das halt viel geiler gemacht einfach. So, und jetzt warten wir ab. Drei Viecher erlegt. Ansitzjagd erfolgreich. Drei verschiedene. Wichtige Stücke rausgenommen. Wir haben es jetzt 20.06 Uhr. Wir sind sogar eh schon früh im Hochstand gegangen, als ich hier war. Aber ja, ich finde Call of the Wild wichtig. Rademäßig, ganz viel Quinten, in Deutsche. Kannst du sie virtuell gestalten, das ist da besser als zum Beispiel, das stellt sie einfach hin. Herdenmanagement finde ich hier viel, ja, viel daran arbeiten muss, das was nachkommt, du weißt es nicht. Weißt du zwar in Call of the Wild auch nicht, aber du weißt, auf Dauer kommt es da, du weißt es aber nicht. Kann sein, dass sowas an Stück übersieht, etc. Ja, es ist botten herausfordernder. Ist natürlich jetzt für den normalen Gamer, kann man lieben oder nicht. Dennoch bin ich halt der Meinung, Way of the Hunter sehr, sehr gut hat. Natürlich Leute, die eine Jagdsimulation viel und so realistischer natürlich, muss man sagen, ist dann Way of the Hunter sowieso allen weit voraus, aber braucht es nicht komplett realistisch, braucht aber auch nicht bam bam. Ruhe. Dunkel. Ich halt. Auch noch dahin. Sich an Frauen vorbeizuziehen. Was ich bei Call of the Wild irre, kann das halt jetzt in Way of the Hunter noch nicht. Schon nach die Karten kommen, aber längeren Zeitraum. Werden natürlich viel mehr in Call of the Wild kommen. Schaue ich mir jetzt die Karten an, muss ich sagen, war schön gemacht, sie sind gemacht. Auf Nuland habe ich jetzt nicht gespielt. Fand ich sie alle, ist es was zu erkennen für mich. Habe ich sie schon alle sehr gemocht, sage ich jetzt einmal. Hatten
Was mich aber wieder hört, du hast eigentlich immer dasselbe, nur ein bisschen ab. Salzwasserkrokodil oder ein Alligator ist, ist eigentlich scheißegal, es ist das, was schwimmt im Wasser. Das ist für mich jetzt, ob es ein Bison oder ein Wiesent ist. Ja, Bison ein bisschen größer, Wiesent ein bisschen kleiner gemacht. Taugt man halt nicht. Ich will jetzt von einem Rusa genauso klingen wie von einem Reh. Nicht von einem Rusa, von einem Hirschkuh. Ja, wie heißt denn? Schwanzhirsch, Schwanzhirsch. Und genauso. Taugt man nicht. Hirschkuh ist hier viel geiler. Aber gut, wenn man das, die Details, wisst ihr, punktet wie auf der Hand da halt. Kurz was trinken. Der Hand hat. Ist zum Beispiel hier, und das wäre eine echt gerne Möglichkeit, selber hochstellen. Könntest du mehr Schnellreise hätten, hättest wenn ich mir an eine ganze könntest du auch Sitze zum Beispiel hinstellen oder bei jedem wie du so abfangen kannst, kannst du ja dann individuell eine Route bilden, ja? Vielleicht fahre ich nur die Ansitze ab, schaue, was dort steht. Ich gehe wieder zum Auto und fahre weiter. Was? Uhr? Bin gespannt. Also, meine Theorie ist jetzt, ja, dass nichts kommt. Es wird sich nichts bewegen. Die werden zwar irgendwann wegziehen, da auch da oben. Und wenn sie wegziehen, ich glaube nicht, Herde hierher zieht. Wenn ihr versteht, was ich meine, das Spiel ist ja aufgebaut, das Herdenmanagement. Bisons haben wir jetzt vertrieben. Die kommen jetzt nicht mehr. Wir haben mal vertrieben, die kommen jetzt nicht. Eben vielleicht morgen kommen sie wieder. Aber erst morgen. Aber wir werden das jetzt wieder aussetzen. Vielleicht ziehen die auch tatsächlich nochmal runter. 100 Meter ist halt eine krasse Distanz. Und die Karibu stehen auch noch da hinten. Hier habe ich halt keinen Hochstand. Irgendwo ist ein Rand. Vielleicht das Gebiet ein bisschen da hinten. Oder da, wer da oben einen hinstellt. Irgendwo sogar. Bisschen Erhöhung noch? Geh vielleicht noch ein bisschen geiler ran. Ich hoffe, dass Afrika nicht so wird wie Transsilvanien. Vielleicht ist Transsilvanien Pech, was ich hatte. Vielleicht wirklich echte Route ausgesucht. Vielleicht müsste ich da mal ein YouTuber oder irgendwo was. Was sie so haben. Aber alles im Allen macht mir momentan Way of the Hunter viele viel mehr. Gibt leider noch nicht die Anzahl der Tiere, die es Call of the Wild. Aber das ist halt momentan eben generell ein Pluspunkt, was Call of the Wild hat, dass es halt doch eine Vielzahl an Maps schon hat und eben auch das ein oder andere Tier mehr. Uhr.